Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute in dem Video möchte ich euch zeigen, wie man das Öl bei einem Benzinrasenmäher wechseln kann. Ich zeige euch das anhand von meinem Rasenmähermodell. Ihr habt sicherlich andere Rasenmäher. Das heißt, das eine oder andere wird etwas unterschiedlich sein als bei meinem Rasenmäher. Da müsst ihr euch vorher informieren. Vor allem halt auch, was die Ölsorte oder auch die Ölmenge angeht. Da solltet ihr ja vorher in die Bedienungsanleitung nachschauen, bevor ihr anfangt oder das versucht nachzumachen wie bei meinem Rasenmäher. Es kann, wie gesagt, bei eurem Rasenmäher etwas anders sein. Trotzdem sind einige Sachen gleich und die könnt ihr euch hier gerne im Video abschauen. Zum einen erstmal natürlich das Werkzeug. Wir brauchen natürlich neues Öl. Ich habe hier einen selbstgebastelten Trichter. Dann habe ich eine Auffangwanne. Eine möglichst flache Wanne würde ich euch empfehlen. Mit einem Eimer ist es schwieriger, weil umso höher müsst ihr nachher den Rasenmäher kippen. Dann habe ich eine Knarre mit 19er Nuss in meinem Fall, das kann bei euch aber auch anders sein, da müsst ihr auch früher nachschauen. Ja, und ein Lappen kann bei solchen Arbeiten auch immer nicht schaden. Ich denke, das ist aber selbsterklärend. Ja, fangen wir an zu der Vorbereitung. Als erstes, wenn der Rasenmäher betriebswarm ist, zieht danach bitte den Zündkerzenstecker ab, damit ihr keine Verletzungen davon tragt, wenn ihr nachher unten am Rasenmäher rumschraubt. Dann solltet ihr auch die Höhe vom Rasenmäher noch ändern. Das heißt also, wenn der Rasenmäher auf ganz niedrig oder mittlere Position eingestellt ist, macht den Rasenmäher in die Position, dass sie ganz hoch steht, weil so bekommen wir nachher, das werdet ihr aber auch gleich sehen, die Ölwanne noch besser drunter. Ja, wenn wir das gemacht haben, kommen wir auch zum nächsten Arbeitsschritt und lassen dann schon das Motoröl ab. Dazu habe ich den Rasenmäher jetzt auf die rechte Seite gekippt und hier könnt ihr die Ölablassschraube sehen. Ich habe die Ölwanne oder die Wanne jetzt schon mal drunter gelegt und nun können wir das Öl auch ablassen. Wie ihr jetzt sehen könnt, läuft kaum noch Motoröl raus. Das bedeutet aber noch nicht, dass wir das komplette Motoröl auch aus dem Rasenmäher raus haben. Schließlich ist der Rasenmäher jetzt noch gekippt. Das bedeutet, wir verschieben hier so ein bisschen die Ölwanne und kippen den Rasenmäher jetzt gleich nochmal um, dass dann auch wirklich der letzte Tropfen Öl aus dem Rasenmäher rausläuft. Aus dem Grund empfiehlt es sich auch, ein recht flaches Gefäß zu nehmen. Wenn ihr jetzt einen Eimer nehmen würdet, könntet ihr den Rasenmäher nicht so gut umkippen. Jetzt warten wir eine Zeit und dann wird auch das Motoröl komplett rausgelaufen sein. So, das Öl ist jetzt wieder komplett abgelaufen. Ich habe den Rasenmäher nun wieder auf die rechte Seite gekippt. Wenn ihr also soweit fertig seid, dass das Öl abgelaufen ist, vergesst nicht, die Ölablassschraube hier so ein bisschen sauber zu machen. Das Ganze natürlich auch unten am Rasenmäher. Falls ein Dichtring an der Ölablassschraube dran sein soll, könnt ihr die ruhig mal mit ersetzen, damit das Ganze auch dicht bleibt. Denkt immer dran, mit einem Tropfen Öl, so sagt man, kann man 1000 Liter Grundwasser verseuchen. Von daher achtet natürlich darauf, dass das Ganze hinterher wieder dicht ist und vor allem auch, dass ihr beim Ölwechsel jetzt nicht irgendwo Öl verkippt oder vertropft. Wenn wir soweit fertig sind, drehen wir die Ölablassschraube einfach wieder ein. Erstmal so weit mit der Hand, wie es geht. Und dann ziehen wir sie mit unserem Werkzeug wieder fest. Wenn wir dann soweit fertig sind mit den Arbeiten, drehen wir hier den Ölmessstab einfach raus. Der dient auch als Einfüllstutzen für unser neues Motoröl. Und nehmt euch einen Trichter, versucht das Motoröl nicht so einzufüllen. Wenn ihr keinen Trichter habt, schaut mal nach, ob ihr irgendwie einen alten Behälter habt, wo vielleicht hier auch so eine kleine Öffnung dran ist, die ihr dann auch wunderbar zum Einfüllen von Motoröl nehmen könnt. Ich habe hier einen solchen Trichter. Und ja, nun werde ich das Motoröl einfüllen. Schaut bitte bei euch in der Bedienungsleitung, Anleitung nach, wie viel Öl bei euch reinkommt und vor allem auch welches. Wenn ihr keine Anleitung mehr habt, könnt ihr aber auch gucken mit eurem Ölmessstab, wie viel Öl dort reinkommt. Ihr habt hier eine Markierung drauf. Ich wische das kurz mal sauber, damit man das besser erkennen kann, zwischen Minimum und Maximum. Das heißt, über Maximum sollte der Ölstand nicht liegen. Wenn ihr zu viel aufgibt, müsst ihr hinterher wieder was ablassen. Das heißt, ihr könnt also auch hier euch so ein bisschen rantasten. Ja, ich werde jetzt mein Motoröl auffüllen und dann natürlich den Ölstand nochmal kontrollieren. Und dann sind wir auch schon so gut wie fertig. So, ich habe nun die vorgeschriebene Menge an Öl aufgefüllt.
Jetzt werde ich hier meinen Ölmehrstab wieder reindrehen, das Ganze richtig festmachen und den Rasenmäher erst einmal starten. Ja, und wenn wir den Rasenmäher wieder nach dem Starten ausgemacht haben, warten wir so 2 bis 3 Minuten ab, bis sich das Öl wieder richtig gesetzt hat. Und nun können wir den Ölstand einmal kontrollieren. Dazu drehe ich meinen Messstab hier einfach wieder raus, wische ihn jetzt erst einmal ab, da sich das Motoröl durch den laufenden Motor natürlich überall verteilt hat. Und in meinem Fall lege ich jetzt den Messstab einfach nur drauf, ohne ihn reinzuschrauben. Da müsst ihr aber schauen, wie das bei eurem Rasenmäher ist. Das kann vielleicht anders sein. Ich muss ihn, wie gesagt, in lose drauflegen und hebe jetzt den Messstab wieder an und kann dann kontrollieren, wie mein Ölstand ist. Und wie ihr sehen könnt, ist er ein klein wenig unter Maximum, also in dem Fall ideal. Das heißt, hier brauche ich jetzt nichts mehr nachkippen und ich drehe jetzt einfach meinen Ölmessstab wieder rein. Ja, das war es auch schon zum Thema Ölwechsel am Rasenmäher. Jetzt bleibt nur noch das Altöl über. Das wird natürlich nicht am nächsten Rastplatz oder Parkplatz entsorgt. Hebt euch einfach die Quittung auf, wo ihr das Öl gekauft habt. Dann könnt ihr das in den meisten Fällen auch dort kostenlos wieder abgeben. Oder bringt das alte Motoröl an Tankstellen, Werkstätten oder auch Baumärkten. Auch da könnt ihr das Motoröl wieder entsorgen. Es gibt auch von der Gemeinde Sammelstellen, wo man Altöle abgeben kann. Auch da kann man das machen. Kann sein, dass es mal in einem oder anderen Fall eine Kleinigkeit kostet. Aber denkt immer dran, das ist Sondermüll. Das gehört nicht irgendwo abgestellt oder vielleicht noch in Ausguss gekippt. Das solltet ihr auf jeden Fall nicht machen. Dafür gibt es auch dicke Geldbußen. Also von daher, lasst das sein, entsorgt das Altöl vernünftig. Und denkt auch immer dran, wenn ihr am Rasenmäher arbeitet, dass ihr die Sicherheitsvorschriften beachtet. Wenn so eine Hand oder Finger erstmal ab ist, ist er ab, das wächst nicht mehr nach. Von daher, das soll es auch von dem Video hier gewesen sein. Wenn euch das Video zum Thema Ölwechsel am Rasenmäher gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Fragen habt, schreibt das unten in die Kommentare rein. Und wer möchte, kann meinen Kanal auch gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin!